Wir kommen also zum Main Event von WrestleMania. Wir haben ganz trocken Fatal 4-Way draus gemacht, weil es, naja, am interessantesten jetzt hier wenigstens noch nebenbei zum Zugucken ist. Aber wir haben ja schon im Match Daniel Bryan gegen Triple H drüber geredet, was passieren wird. Die logischste Erklärung wäre, Daniel Bryan ist im Match alleine, also dass es ein Triple Threat Match wird und bleibt, so wie es ursprünglich geplant ist. Gott sei Dank, denn besprechen wir doch erstmal die Tatsache, was eigentlich geplant war, nämlich Randy Orton gegen Batista. Herzlichen Glückwunsch. Ich überlasse mal Tim das Wort, weil der halt garantiert die besten Worte da. Ja, Tim, hau einen raus. Wofür? Für das Match? Für Randy Orton und Batista. Ich weiß nicht, ich fand das so schön, als Randy Orton so lange aus dem Title Picture raus war, ne? Ja. Geil finde ich, dass jetzt jemand wirklich denkt, der Hamburger Junge heißt Sascha, weil ich dich jetzt eben wer, Sascha genannt habe, als weil ich, ja, du jetzt eben geklugscheißert hast, aber ist egal. Okay. Und also, Randy Orton ist für mich in dem Charakter, den er jetzt ist. Der war mal interessant, aber mittlerweile, das ja, ist Legend genau wie bei Cena. Legend Killer war interessant, alles andere Legend kannst Killer du wegwerfen. Apex Predator ist jetzt halt auch schon, wie alt, 5 Jahre, 6 Jahre, seit 2008? Länger, ne? Ja, naja, seit 2008, glaube ich, 2007, 2008, keine Ahnung, irgendwo ja, um den Dreh rum. Ich mag den Stil nicht, den er wrestelt, wenn er das wrestelt. Ich finde es langweilig, was er teilweise am Mikro zu sagen hat, wie er auch einfach die ganze Zeit, obwohl er Undisputed oder Unified Champion war. Nichts anderes war als die Pussy von Triple H und Stephanie, der den Arsch gekrochen ist und zeigen wollte, ich bin der richtige Champion. Ja. Fand ich richtig arm. So stellt man keinen Champion da, auch wenn er Heel ist. Aber ich war echt überrascht, dass er es geschafft hat mit seinem Gelaber, gell? Also ich war eigentlich schon, dachte schon, Cena macht es. Und dann hat er sich tatsächlich ja in Anführungszeichen hingelegt, ne? Ja, ja. So, dann, Erzähl. Dann Batista, wie gesagt, also ich fand Batista, die beste Zeit von Batista waren die letzten 3, 4, 5 Monate, bevor er gegangen ist, die ja, wo er Heel war gegen Cena. Da war der Mann richtig interessant, richtig, also over im Sinne von als Heel over, also ausgebuht worden. Ja. Jetzt ist er wieder zurück als Face und sorry, aber und ich hab instant das, chief. Ja, aber ich habe das Match gegen Del Rio gesehen und ich habe mir nur gedacht, Alter, der ist 5 Minuten im Match, hat nur eingesteckt, hat kaum was gezeigt. Und war am Schwitzen, wie der dies Wurst in seinen allerbesten Zeiten. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich finde es einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung, da kommt da wieder so einer her wie The Rock damals. Wer soll denn auch durchs Match ziehen? Randy Orton ist für mich niemand, der ein Match leiten kann. Batista ist recht nicht. Cena ist jemand, der das kann. Das ist das Schlimmste. Mittlerweile kann Cena Matches leiten. Das hat er mit The Rock und Batista nämlich gelernt. Dass er Big Matches callen muss. Batista kann sowas nicht, Orton kann sowas nicht, Daniel Bryan kann sowas jein, aber ich würde sagen nur im Indie-Bereich. Ich glaube nicht, dass Daniel Bryan schon in der Lage ist, ein Big Match, ein Main Event bei WrestleMania vernünftig zu callen. Nee, das auf keinen Fall. Deshalb glaube ich auch, dass man Triple H reinstellt, weil Triple H für mich derjenige ist, der bei WWE 18, mit, ja. Der immer wirklich einen roten Faden durch ein Match hatte und einer der besten Storyline-Teller war, die es je gab. Das war das, was definitiv helfen würde. Ja. Hast recht. Ansonsten, gute Frage. Wie gesagt, es kann nur Bryan werden. Alles andere wäre grausam. Du meinst, Bryan holt sich den Titel oder du hoffst, Bryan holt sich den Titel? Alles andere wäre einfach eine schiere Katastrophe und wäre das Schlechteste, was sie machen können. Ja, man hat sich ja übelst in die Zwickmühle gebracht, dass man Batista in den Vertrag geschrieben hat, ja, dass er den Titel bekommt. Ja. Und da verstehe ich nicht. Um da jetzt mal anzufangen, Batistas Comeback nach 4 Jahren wird angesagt bei einer Raw-Ausgabe, dass er returnt. Warum lässt man Batista nicht als Überraschungsteilnehmer beim Royal Rumble returnen, wie damals mit Chris Jericho, ja, genau. 2013 war es, glaube ich. Die Halle wäre übelst ausgerastet, er wäre als Face sofort over gewesen. Man hätte gar nichts anderes machen müssen, aber wo doch klar war, dass Batista Return, 1,5 Monate vor seinem Return, wo das ans Licht kam, weil sie es da mit der House Show verkackt haben. Und er als Royal Rumble Favorit oder ja, als Royal Rumble Sieger schon feststand, da war es doch klar, dass die Fans ihn ausbuhen. Da muss ich doch kein Hellseher sein. Ja.
Das ist doch nur logisch, dass das nach hinten losgeht. Und da kann ich nicht Batista gegen Randy Orton als Main Event booken, weil Randy Orton interessiert keine Sau. Der ist die letzte Pussy als Titelträger. Und Batista holt sich nach 4 Jahren Abstinenz den Royal Rumble-Sieg gegenüber Leuten, die es 1000-mal mehr verdient haben. Das ist doch logisch, dass der Main Event keine Sau interessiert, oder? Ja, und was glaubst du, das hatten wir ja schon im anderen... Und dann lasse ich ihn noch in den Vertrag reinschreiben, dass er den Titel bekommt. Das ist ja noch das Schlimmste. Und dann noch bis SummerSlam mindestens. Ja, das ist ja das Schlimmste. Also schlimmer kann man das nicht verplanen, als wie die WWE das hier gemacht hat. Ja. Deswegen ist es halt auch leider für mich auch sehr uninteressant. Selbst wenn du Daniel Bryan reinbuckst, dann wird es vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht nochmal interessant, weil es halt wenigstens nicht Randy Orton gegen Batista ist, aber du weißt, am Ende wird trotzdem Batista gewinnen. Deswegen sage ich ja auch, Daniel Bryan steht drin, Triple H wird ihn den Sieg kosten, damit Batista in aller Ruhe gewinnen kann, weil es ihm so im Vertrag versprochen wird. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, man, dann sagt man halt Batista, guck mal, wie die Fans sind, wir müssen Daniel Bryan gewinnen lassen, sonst rasten die hier aus und was weiß ich was. Und dann sagt aber Batista, nö, weil sonst kann ich euch einfach auch ganz trocken verklagen. Ja, genau, dann gibt's erstmal eine Klage und dann scheiße. Deswegen, also, so ich meine, ich kann Batista, ich kann ihn in dem Bereich nicht einschätzen, er könnte auch sagen, ja, habt ihr ja recht. Naja, aber... Aber wenn Batista wahrscheinlich auch nur aus Geldsorgen wiederkommt, wird er sich bestimmt auch nur denken, ach, das ist ja gefundenes Fressen. Ja, definitiv. Meine Meinung. Also, man hätte es gar nicht schlimmer verkacken können, als man es hier verkackt hat. Ja. Und man kann da auch nichts mehr Gutes rausholen. Das Einzige ist halt wirklich, dass Bryan noch den Titel holt und dass die Halle übelst ausrasten will. Also wenn Bryan eh im Match steht, rastet die Halle eh aus auf Bryan, dann werden 80.000 Leute nur Bryan chanten. Das ist logisch. Naja. Und wenn dann tatsächlich Bryan den Titel holt, dann kann man es noch wirklich so bringen, dass die Fans und Bryan es endlich geschafft haben, ein halbes Jahr lang seit dem SummerSlam. Aber alles andere juckt überhaupt keine Sau mehr. Wenn Batista den Titel holt, dann keine Ahnung. Wenn wirklich WrestleMania mit einem Heel Batista und gefühlt 80.000 stinksauren Fans enden, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, aber in diese Zwickmühle hat man sich gebracht und... Ja. Ja, das war einfach nur dumm. Und hier holt sich Batista auch noch den Titel. Ja, genau. Der Batista holt sich sogar in der Simulation den Dreckstitel. Also Leute, definitiv Batista holt sich den Titel. Ja, ist der Tipp, ganz klar. Nein, aber wie gesagt, man kann nicht dümmer sein. Und ich glaube, das sehen wir alle drei gleich so. Ja. Ja. Oder, Tim? Hm? Ja. Okay. Pass auf, am Ende machst du noch Triple H irgendwie. Das würde ich auch. Ich würde es feiern. Ich besser als Batista. Oder sicher. Besser als Randy Orton. Oder als Randy Orton wird definitiv nicht verteidigen. Also so wie man ihn dargestellt hat, man hat ihn total aufgegeben als Champion die letzte Woche. Aber du willst da auch groß mit Orton machen. Nee, das ist halt einfach eine ziemlich klare Geschichte. Entweder macht man es so, wie es halt einfach nur mal angesetzt ist, wie es vertraglich geregelt ist, Batista gewinnt und gut ist, oder man verarscht alles Marks und lässt tatsächlich Daniel Bryan gewinnen und die Hütte brennt und dann rasten die alle aus. Und das würde ich dann auch noch richtig geil finden. Aber das weiß man nicht. Also ich glaube nicht dran, aber nee, ich würde glaub, sagen, wir sehen es einfach selber. Also ich so. Und was... Ja, das war's dann auch. Das waren unsere Prognosen, unser Tippspiel für WrestleMania 30. Guckt's euch heute Abend, beziehungsweise die jetzt gerade live dabei sind, morgen Abend an. Und gut ist, in diesem Sinne, haut da rein.